Eine große Ausstellung der in Berlin lebenden Künstlerin Hito Steil im Van Abbe Museum in Eindhoven. In ihren Filmen untersucht sie die Auswirkungen des Internets und der Digitalisierung auf unser alltägliches Leben. Sie untersucht die Geschwindigkeit, mit der Bilder und Informationen aller Art ständig neu zusammengestellt, verändert, ausgestreut und dabei auch aufgelöst werden. Humor spielt eine nicht geringe Rolle in ihrer Arbeit. Hier zum Beispiel in einem Film mit dem Titel »Wie man es anstellt, nicht gesehen zu werden«. Ein scheiß didaktisches Lehrstück. Oder ein anderer Film, in dem Museumsaufseher von ihrem vorherigen Leben als Soldat oder als Polizist und ihrer Tätigkeit damals berichten, wobei ihre Aktionen, die viel mit Gewalt natürlich zu tun haben, übergegriffen haben auf die Wände des Museums und die Kunstwerke dort ersetzen. Eine andere interessante Ausstellung wird zurzeit im Kunstverein in Hamburg gezeigt. Es ist die des kanadischen Künstlers Geoffrey Farmer, ebenso wie Steil heute Anfang 50. Er hat ein mechanisches Stück inszeniert, was den ganzen Raum füllt, orientiert am japanischen Kabuki-Theater, in dem Kunst, Literatur, Musik, Politik, Geschichte wie in einem Kaleidoskop, das sich ständig verändert, zusammengestellt wird. Es geht um verschiedenste Ereignisse aus der Zeit von 1940 bis 1993. Das ist die Lebenszeit von Frank Zappa, dem Musiker. Und es geht natürlich um Macht, Freiheit, Identität, aber in einer nicht linearen, in einer kaleidoskopartigen Verflechtung. Beide Ausstellungen sind noch bis Ende Mai zu sehen.